Also wie mich jeder kennt, ich bin kopfballstark und mal habe ich mal einen Versuch gemacht. In der ersten Halbzeit bin ich knapp vorbeigeflogen, habe noch mal ein bisschen berührt und in der zweiten Halbzeit hat Glück geklappt. Gut für die Mannschaft, gut für mich und ich denke halt, letztendlich war es noch ein super Sieg für uns und ich bin sehr froh, dass ich ein Tor gemacht habe. Naja, also Fanulli ist zwar ein relativ kleiner Spieler, macht auch nicht so viele Kopfballtore, gewinnt aber im Spiel auch viele Kopfballtore, hat ein gutes Timing. Und deswegen war es eigentlich mal an der Zeit, dass er mal einen macht. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert.